Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Die russische Armee zieht sich offenbar aus dem Norden der Ukraine zurück, nachdem der Versuch, die Hauptstadt Kiew einzukesseln, gescheitert ist. Und so gelang es den ukrainischen Verteidigern nach eigenen Angaben nun, die gesamte Region um Kiew wieder vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen. Dabei fanden sie in den zurückeroberten Städten und Ortschaften offenbar auch zahlreiche zivile Opfer auf den Straßen liegen. Es lässt sich im Moment noch nicht sagen, wie sie zu Tode gekommen sind. Dafür fehlen unabhängige Berichte. Schon kurz nach dem Überfall auf die Ukraine hatten die russischen Truppen auch das Gelände des Atomkraftwerks Tschernobyl besetzt, dessen Umgebung seit dem Supergau dort 1986 schwer radioaktiv kontaminiert ist. Nun berichtet das ukrainische Außenministerium, dass russische Soldaten sich ohne Schutzkleidung einer erheblichen Strahlendosis ausgesetzt haben sollen. Matthias Schülke. Russische Soldaten auf dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerks Tschernobyl. Sie haben es schon am ersten Tag des Krieges, am 24. Februar, besetzt. Wussten Sie genaueres über den Ort, an den Ihre Regierung Sie geschickt hat? Anscheinend haben die jungen Soldaten noch nichts gehört von der Nuklearkatastrophe 1986, trotz strahlentoter und riesiger verseuchter Gebiete. Das sagt Vadim Pabedim. Der ukrainische leitende Ingenieur in Tschernobyl ist trotz aller Risiken für sich selbst bereit, mit uns zu sprechen. Seine Mitarbeiter, die von den russischen Truppen fast 4 Wochen festgehalten wurden, hätten ihm berichtet, russische Soldaten hätten den Sarkophag um den Unglücksreaktor für eine Montagehalle gehalten und keine Schutzanzüge gehabt. Sie haben gedacht, dass die Atemschutzmasken sie vor Covid schützen sollen und nicht verstanden, dass man sie anziehen muss, um das Einatmen radioaktiven Staubs zu verhindern. Ein ukrainischer Fernsehsender berichtet sogar, in dem stark radioaktiv verseuchten sogenannten Roten Wald in der Nähe des Kraftwerks sollen russische Soldaten Schützengräben ausgehoben und eine erhebliche Strahlendosis abbekommen haben. Der Physiker Sebastian Pflugbeil, der selbst mehrmals in Tschernobyl war, hält das für sehr gefährlich. Man kann vielleicht mal so durchgehen, wenn man nicht darf, ohne dass man gleich tot umfällt. Aber wenn man gräbt in diesem Gebiet, dann muss man damit rechnen, dass man auf wirklich hochradioaktive Partikel stößt. Der Direktor der Internationalen Atomenergieagentur Grossi will demnächst Tschernobyl besuchen. Wir haben gehört, dass möglicherweise einige Personen kontaminiert wurden, aber wir haben bislang keine Bestätigung dafür. Vadim Pabedim jedoch erzählt, er habe von Mitarbeitern erfahren, dass vor einigen Tagen 3 Busse nachts in Tschernobyl russische Soldaten abgeholt hätten. Einige haben sich übergeben. Sie haben aus der Nase geblutet, sie waren in schlechtem Zustand, hatten deutliche Anzeichen der Strahlenkrankheit. Verschiedene ukrainische Medien zeigen Bilder der Busse. Sie seien inzwischen im belarussischen Gomel angekommen. Die Soldaten würden in einem bekannten Strahleninstitut untersucht. Die britische Zeitung The Telegraph meldet, ein Soldat sei nach seinem Einsatz in Tschernobyl bereits verstorben. Um weiterhin den russischen Angreifern die Stirn bieten zu können, ist die Ukraine auf internationale Unterstützung angewiesen. Die USA etwa haben heute weitere Waffenlieferungen im Wert von $300 Millionen zugesagt, unter anderem Drohnen, gepanzerte Fahrzeuge, Munition. Aber auch die Bundesrepublik legt nach. Deutschland erlaubt ja nun doch den Weiterverkauf von 58 Panzerkampfwagen, die früher der DDR-Armee gehörten und sich heute in tschechischem Besitz befinden. Christian Feld in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Ist es jetzt eine neue Qualität an Waffenlieferungen? Ja, fragt man Verteidigungsexperten, dann sagen die Antwort lautet ja. Deutschland hat bisher ja schon ja gesagt zur Lieferung von Helmen, von Panzerfäusten, von Boden-Luft-Raketen. Aber jetzt sprechen wir über diese Schützenpanzer, ausgerüstet mit Maschinengewehren und einer Kanone. Das ist eine neue Kategorie. Und wenn manche dann ein wenig lächeln, wenn man sagt, das ist ja aus dem Bestand der DDR-Nationalen Volksarmee, da muss man sagen, es handelt sich auf jeden Fall um sehr robustes Gerät. Da braucht es auch keine lange Ausbildung, um die einsetzen zu können. Nein, es ist nicht Hightech. Es ist vielleicht aber auch nicht so anfällig wie Hightech. Und die Ukrainer werden das sicher gut gebrauchen können, wenn es denn einsatzbereit ist. Kann man denn sagen, dass Deutschland dadurch tiefer in diesen Krieg hineinrutscht?
Na, Völkerrechtler sagen, ein Land wird nicht allein durch Waffenlieferungen zur Konflikt- oder zur Kriegspartei. Und da, es gab bisher ja auch schon Lieferungen aus Deutschland. Und da macht das Völkerrecht jetzt auch keinen Unterschied zwischen der Lieferung von Helmen oder eben jetzt so einem Schützenpanzer. In letzter Konsequenz ist es eigentlich auch egal, wie die Bundesregierung das jetzt bewertet, sondern es kommt vor allem darauf an, wie Putin es bewertet. Sieht Putin darin einen Schritt, auf den er reagieren muss, auch in Richtung Deutschland oder nicht? Und da sagen die Experten, die Reaktionen von Putin, die sind einfach unberechenbar. Dabei wird es auch bleiben. Bisher gibt es jedenfalls keinerlei Anzeichen, dass jetzt diese Genehmigung der Lieferung von den Schützenpanzern bei Putin irgendeine Reaktion zeigt. Christian Fell, vielen Dank für die Informationen nach Berlin. Gerne. Serbien ist in Europa ein Ausnahmefall. Große Teile der Bevölkerung unterstützen den russischen Krieg gegen die Ukraine. Und die Regierung schloss sich den westlichen Sanktionen auch nicht an. Gleichzeitig ist Serbien Kandidat für einen EU-Beitritt. Nun finden dort mitten in diesem Balanceakt morgen sowohl Parlaments- als auch Präsidentschaftswahlen statt. Der amtierende Präsident Aleksandar Vučić dominiert im Wahlkampf nicht nur das Straßenbild, er beherrscht auch die öffentliche Meinung, weil er die meisten Medien kontrolliert. Sein Slogan vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges lautet Frieden, Stabilität, Vučić. Die Opposition hingegen hat es mit ihren Themen schwer. Aus Serbien berichtet Anna Tellak. Ein Wahlkampfstand am Stadtrand von Belgrad. Wer in Serbien für die Opposition antritt, macht sich nicht immer Freunde. Ihr habt einfach gar keine Chance gegen Vučić. Gar keine Chance. Maximal 5% werdet ihr kriegen. Aleksa Savic kämpft gegen den amtierenden Präsidenten Aleksandar Vučić. In den vergangenen Jahren habe sich Serbien immer mehr zur Autokratie entwickelt. Als Oppositioneller fühle er sich oft nicht sicher. Ich mache das hier trotzdem, weil meine Absicht ist, in diesem Land zu leben und wünsche mir, aus Serbien ein demokratisches und europäisches Land zu machen, wo meine Kinder in einer sicheren Umgebung aufwachsen. Aber die Chancen auf die Wiederwahl des amtierenden Präsidenten stehen gut. Beim Wahlkampfabschluss seiner rechtskonservativen Fortschrittspartei macht er klar, was sein Ziel ist. Ich werde traurig sein, wenn wir keine 60% aller Stimmen im ersten Wahlgang erreichen. Wenn es aber so kommt, gratuliere ich den Gegnern trotzdem. Vučić kontrolliert die größten Fernsehsender und die Boulevardmedien. Seine Präsenz im Wahlkampf übermächtig. Nur in einem Punkt hielt sich Vučić in den letzten Wochen zurück, mit Kritik an den pro-russischen Demonstrationen in seinem Land, auf denen auch offene Bewunderung für Russlands Präsident Putin zur Schau getragen wurde. Vučić schließt sich der Linie der EU-Außenpolitik, nämlich Russland mit Sanktionen zu belegen, nicht an. Damit isoliert er Serbien in Europa und könnte die Chancen seines Landes in den EU-Beitrittsverhandlungen schwächen. Seinen Anhängern hier scheint das egal zu sein. Im Zentrum Belgrads, in einer Bar, treffen wir Aleksa und seine Mitstreiter wieder. Für sie ist diese Wahl wegweisend. Vor allem die Jugend wünsche sich einen Politikwechsel. Ein klares Bekenntnis zur EU. Hier ist alles kaputt. Die Menschen haben kein Vertrauen mehr. Sie wollen einfach weg. Sie fragen nicht mal mehr, wohin. Sollte Vučić wiedergewinnen, wollen auch sie auswandern und Serbien endgültig verlassen. Man kann es als pflichtbewusst ansehen, wenn jemand sagt, er habe keine Zeit für Wahlkampf. Und die Probleme von Omikronwelle bis Krieg mitten in Europa reichen wahrlich aus, um einen Staats- und Regierungschef rund um die Uhr zu beschäftigen. Man könnte es aber auch als arrogant ansehen. So oder so, Frankreichs Präsident Macron scheint sich seiner Wiederwahl sicher zu sein. TV-Duelle sagt er ab und heute fand nur seine einzige Großkundgebung vor der Präsidentschaftswahl kommende Woche statt. Dabei könnte Frankreichs Wahlsystem mit seiner wahrscheinlichen Stichwahl durchaus überraschende Wendungen noch parat halten. Heute jedenfalls gab es die große Macron-Show für die eigenen Fans. Sabine Boland. Eigentlich muss der Menge gar nicht mehr eingeheizt werden. Die Stimmung ist schon so fantastisch. Sie haben lange auf diesen Tag gewartet. Wir wollen nicht, dass die Extremisten drankommen. Wir sind für Demokratie, für gesellschaftlichen Fortschritt. Macron steht dafür. Er soll noch mal 5 Jahre machen. Und dann der Countdown.
Es ist der einzige große Auftritt in seinem Wahlkampf, aber der richtig. Boxer, Rockstar, Präsident, von allem ein bisschen. Und das vor mehr als 30.000 Anhängern vor den Toren von Paris. Dann kommt er zur Sache. Einige Stunden von Paris entfernt werden heute Bomben geworfen. Und andere würden uns gerne hier in Frankreich um Jahre zurückwerfen. Ein Seitenhieb auf die extrem rechten, europafeindlichen Mitbewerber. Mit dem Bemühen um Frieden in der Ukraine konnte Macron zwar international punkten, doch innenpolitisch hat es ihn nicht wirklich weitergebracht. Eine gute Woche vor dem ersten Wahlgang wird daher nachgebessert. Seit gestern kostet der Liter Treibstoff 18 Cent weniger, ein Run auf die Tankstellen. Das hat doch mit der Wahl zu tun. Die haben sich sicher gedacht, da machen wir mal ein paar Punkte gut bei den Leuten. Energiepreise, Arbeitslosigkeit, Gleichberechtigung, Kaufkraft. Macron spricht in seiner mehr als 2 Stunden langen Rede alle Themen an. Wir kämpfen für Fortschritt, gegen das Ewiggestrige. Ein Kampf des Patriotismus und Europas gegen die Nationalisten. Seine Anhänger sind ohnehin begeistert. Unser Kandidat Macron ist genau der Richtige. Unklar ist, ob die gigantische Inszenierung auch das traditionell starke Nichtwählerlager überzeugt. In weiten Teilen Deutschlands laufen morgen die meisten Corona-Beschränkungen aus. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Konstantin Schreiber. Das geänderte Infektionsschutzgesetz sieht nun nur noch wenige staatliche Vorgaben zum Maskentragen vor. Bundesweit gilt diese Pflicht weiterhin im Fernverkehr und in Flugzeugen. Die einzelnen Bundesländer können zudem im Gesundheits- und Pflegebereich sowie im öffentlichen Nahverkehr das Tragen von Masken anordnen. Darüber hinaus ist es möglich, besonders betroffene Regionen zu sogenannten Hotspots zu erklären, in denen dann weitergehende Beschränkungen gelten. Bislang haben Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern davon Gebrauch gemacht. Im Norden von Sachsen-Anhalt haben Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten trainiert, mit schwerem Gefährt die Elbe zu überqueren. Panzer und andere Fahrzeuge wurden im Fährbetrieb mit einer Schwimmschnellbrücke über die Elbe gebracht. Das Manöver fand im Rahmen der 2-wöchigen Übung Wettiner Schwert statt. Die Soldatinnen und Soldaten sind laut Bundeswehr für die schnelle Eingreiftruppe der NATO vorgesehen. Weltweit hat heute der islamische Fastenmonat Ramadan begonnen. Im saudi-arabischen Mekka beteten Gläubige am zentralen Heiligtum des Islam, der Kaaba. So wie hier haben zahlreiche Länder ihre Corona-Auflagen in diesem Jahr gelockert. Während des Ramadan sind Musliminnen und Muslime dazu aufgerufen, tagsüber auf Essen und Trinken zu verzichten. Weltweit gehören mehr als 1,9 Milliarden Menschen dem muslimischen Glauben an. In Deutschland sind es etwa 5,5 Millionen. Zum Auftakt seines Besuchs in Malta hat Papst Franziskus die internationale Gemeinschaft aufgefordert, Flüchtlingen entschlossen zu helfen. Die Lage weltweit verlange umfassende gemeinsame Antworten, so das Oberhaupt der katholischen Kirche. Den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verurteilte er überraschend deutlich. Und damit zum Sport. Das war eine vielseitige Fußballwoche. Erst das Unentschieden im Länderspiel gegen die Niederlande, dann die WM-Auslosung mit Spanien als wohl stärksten Gruppengegner und jetzt schon wieder Bundesliga, Ocker. Ja, die Welt des Fußballs ist bunt. Wenn es allerdings um den FC Bayern München geht, dann gibt es meist nur Schwarz oder Weiß. Die einen lieben die Bayern und die anderen nicht. Da gibt's nicht viel dazwischen. Und ob wir wollen oder nicht, der deutsche Rekordmeister ist auf dem direkten Weg zum nächsten Meistertitel, dem 10. in Folge. Ein bisschen langweilig ist das schon, aber durchaus verdient. Heute gewannen die Bayern auswärts beim SC Freiburg mit 4:1. Sportlich ein einwandfreier Sieg, ob er aber auch regelkonform war. Das muss noch geklärt werden. Große Verwirrung in Freiburg auf dem Platz. 12 Bayern gegen 11 Freiburger. In der 87. Minute die Gäste für ein paar Sekunden in Überzahl. Ein Wechselfehler der Bayern sorgte für eine längere Unterbrechung. Coman hatte den Platz zu spät verlassen. Das ist eine Situation, die sicherlich in die Geschichtsbücher eingeht, vielleicht als skurrile, aber keine, über die wir jetzt tagelang diskutieren müssen. Ich glaube, so dramatisch war es nicht. Das Spiel vor allem in der zweiten Halbzeit mit viel Schwung. Leon Goretzka mit dem 1:0 nach 57 Minuten. Perfektes Comeback für ihn nach langer Verletzungspause.
Die Antwort der Freiburger nur 5 Minuten später, der 1:1-Ausgleich durch Nils Petersen, sein 100. Pflichtspieltor für die Freiburger. Die Gäste aus München mit viel Qualität und dem eingewechselten Serge Gnabry das 2:1 in der 73. Minute. Der SC Freiburg bemüht, aber die Gäste aus München nutzten nun ihre Freiräume. Allen voran Kingsley Coman mit dem 3:1 in der 82. Minute. In der Nachspielzeit traf dann noch Sabitzer zum 4:1 Endstand. Der FC Bayern gewinnt am Ende verdient, doch noch ist unklar, ob der Wechselfehler des Rekordmeisters Folgen haben wird. Es muss ja Regeln geben für so einen Fall. Und wenn es die Regeln gibt, werden sie angewandt. Und wir richten uns nach den Regeln. Für die Bayern könnte das kurze Überzahlspiel durchaus ein Nachspiel haben. Ob Freiburg Protest einlegen wird oder nicht, ist derzeit jedoch noch unklar. Ja, 2 Tage Zeit hätten die Freiburger, um Einspruch einzulegen. 2-mal wurden die Bayern ja im Übrigen unter Felix Magath deutscher Meister 2005 und 2006. Und genau dieser Felix Magath feierte heute sein Comeback. Nach 9,5 Jahren kehrte er zurück auf die Bundesliga-Trainerbank und verlor mit Hertha in Leverkusen mit 1:2. Sein Comeback missglückt. Felix Magath glaubt aber weiter an die Mission Klassenerhalt. Ja, natürlich. Bin ich sicher. Was macht Ihnen Zuversicht? Ja, weil die Mannschaft mitzieht, weil die Mannschaft hoch engagiert ist. Im ersten Durchgang ist die Hertha aber auch sorglos in der Defensive. Lucas Alario mit dem 1:0 für Bayer Leverkusen. Der kurz zuvor für den verletzten Torwart Schwolo eingewechselte Marcel Lotka ohne Chance. Berlin auch nach dem Rückstand das passivere Team. Champions-League-Aspirant Leverkusen kommt so durch Karim Bellarabi zum verdienten 2:0 in der 40. Minute. Die Schwächen der Hertha sind auch nach dem Trainerwechsel die gleichen. Auch wenn der Neue auf die Spieler eine besondere Wirkung zu haben scheint. Felix Magath ist eine, kann man schon sagen, Legende. Man merkt, wenn er im Raum steht, er hat eine Autorität, das ist unfassbar. Und ja, ich glaube, er hilft uns sehr. Noch vor dem Wechsel kommen die Berliner zum Anschlusstreffer durch Darida. Im zweiten Durchgang fallen dann aber keine Tore mehr. So endet die Rückkehr von Felix Magath auf die Trainerbank mit einer Enttäuschung. Für ihn und alle Herthaner. Ja, und genau 6 Spieltage hat die Hertha noch Zeit, sich aus dem Tabellenkeller rauszuarbeiten. Das Saisonfinale steigt dann am 14. Mai. Und das hier sind die weiteren Ergebnisse vom 28. Spieltag. Frankfurt und Greuther Fürth trennen sich 0:0. Hoffenheim verliert gegen Bochum 1:2, Bielefeld-Stuttgart 1:1. Dortmund verlor das Abendspiel gegen Leipzig mit 1:4. Bereits gestern besiegte Union Berlin Köln mit 1:0. Morgen dann noch Augsburg gegen Wolfsburg und Gladbach empfängt Mainz. Und der Blick auf die Tabelle. Die Bayern aktuell 9 Punkte vor Dortmund, dahinter Leverkusen und Leipzig. Freiburg ist 5. vor Hoffenheim. Aufsteiger Bochum ist 11. in der Abstiegszone. Bielefeld auf dem Relegationsplatz, dahinter Hertha und Schlusslicht Greuther Fürth. Ja, nicht nur laut Kalender haben wir Frühling. Vielerorts blüht es schon ordentlich. Aber Claudia, auch Eisblumen gedeihen derzeit. Ja, die gedeihen sogar sehr gut, denn der Winter ist zurückgekommen und der bleibt zumindest bis morgen noch. Dann wird's wärmer und heute Morgen war es verbreitet, angezuckert, so beispielsweise Frankfurt am Main. Da sieht man schon wunderschön bunte Blüten, aber eben ein bisschen Schnee drauf. Und wir hatten zum Teil heute Morgen so viel Schnee wie noch nie Anfang April. So beispielsweise Bad Hersfeld, da waren es heute Morgen 20 Zentimeter. Der letzte Rekord ist vom 3.4.84 mit 8 Zentimetern und in Würzburg heute 17 Zentimeter. Da der letzte Rekord von 73, auch Anfang April, 10 cm waren es damals. Allerdings, das wird jetzt mehr und mehr wegschmelzen, wobei es in den Hochlagen erstmal liegen bleibt. Denn Sie sehen, heute Nacht vor allem in den Mittelgebirgen, da wo es mal aufklart und Schnee liegt, unter minus 10 Grad. Und in der Nacht zu Montag wird es dann im Süden sogar verbreiteter minus 10 Grad oder weniger geben können. Dort, wo Schnee liegt und dann eben die schützende Wolkendecke fehlt. In der Nacht erst einmal noch ein bisschen Schnee direkt am Alpenrand. Von Norden her lockert es auf. Deswegen im Süden aber immer noch Glättegefahr. Im Laufe des morgigen Tages, so von Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen bis Brandenburg, etwas Sonne. Von Norden kommen neue Schauer. Da kann anfangs ein bisschen Schnee dabei sein. Dann geht es in Regen über. Die Temperaturen morgen eben
unter minus 10 Grad, dort wo es aufklart, direkt an der Küste 2 Grad, sonst meist minus 2 bis minus 7 Grad. Am Nachmittag Höchsttemperaturen von bis zu maximal 8 Grad. Dann kommt neuer Regen am Montag, dazu wird es stürmisch direkt an der Küste, im Süden am längsten trocken, Dienstag dann verbreitet immer wieder nass, aber die Temperaturen steigen wieder. Claudia, danke für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag und Gedanken über Bücher und welche Rolle sie bei der Flucht vor dem Krieg spielen können. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Bis dann einen schönen Sonntag. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.